Georg Dickgruber ist der Initiator der freien und gemeinnützigen Vereinigung Lebenswerte Gemeinde, Lebenswertes Österreich. Und er hat sein Projekt unter das Motto von einfachen Menschen für Menschen gestellt. Gestartet wurde das Projekt in St. Michael, dem ursprünglichsten Bezirk im Lungau. Mich faszinieren immer Menschen, die sich dafür einsetzen, dass Begegnung passiert, dass das Miteinander gestärkt wird, dass Menschen wieder lernen, aufeinander zuzugehen. Darum habe ich auch so mit manchen Gleichaltrigen ausgemacht, wenn wir in der Pension sind, dann werden wir uns auf die Bankerl wieder setzen. Nur meine ich, ist es nicht gut, wenn man das immer verschiebt in die Pension, in diese Zeit, sondern jetzt, heute, müssen wir mit diesen Dingen begegnen, dass wir wieder uns miteinander begegnen. Ja. Das Kleine ist überschaubar und durchschaubar. Da fühlen sich die Menschen zu Hause, da sind sie keine Nummern, da sind sie Persönlichkeiten. Und das macht uns unwahrscheinlich stark. Es beneidet uns die gesamte Welt um unsere Kleinheit, um unsere Vielfalt, weil die Vielfalt gedeiht nur im Kleinen. Und da sind die Menschen auch gefordert in der Eigenverantwortung, da fühlen sie sich auch verantwortlich für die Welt, für die Gemeinde, für das Gemeinsame. Und das ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung. Wir leben in einer Zeit der Zentralisierung, der Digitalisierung, der Anonymisierung, und da braucht es eine Gegenbewegung, die darauf aufmerksam macht, dass wir unwahrscheinlichen Schatz haben, nämlich das Miteinander, das gegenseitige Verstehen, und da ist das Bankerl ein wichtiger Ort, wo man sich also dann also in die Augen schauen kann, einmal eine Hand halten kann und ein gutes oder auch manchmal ein schlechtes Wort ausrichten kann. Das ist eine Chance und ist ein symbolischer Akt für das Gemeinsame im Kleinen. In treffende Worte fasste es Helmut Mühlhammer. Die Menschen einander näher zu bringen, sich in die Augen zu schauen, Herzenswärme und Verständnis zu spüren und ein gutes Wort zu erfahren. Die Begegnungsbankerl laden dazu ein. Helmut Mühlhammer hat uns auch so schöne Worte mitgegeben für dieses Begegnungsbank, und das macht es aus. Das sind oft wirklich die Kleinigkeiten und noch einmal gesagt, das ehrliche Interesse am anderen Menschen, wer hört heute noch zu? Meistens, wenn du mich begegnest, dann sagst du, weißt du, was brauchst du oder so, aber ich interessiere mich jetzt für dich und bin jetzt in dem Sinn da, und das ist gegenseitig so, so nährend. Weil es letztendlich darum geht, dass nie der Gemeinde den Bürgern das Leben erklärt, sondern dass die Bürger ihre Ideen mit einbringen, dass man sich auf einem Bankerl zusammensitzen kann. Das geht schon an, wenn es Mütter mit dem Kinderwagen machen und dann alte Menschen oft im Lebensabschnitt, wo man zurückschaut aufs Leben. Und da symbolisiert der Bankerl das Miteinander, und dann gepaart mit einer guten Idee, mit Fachleuten, die das Ganze umsetzen, was Besseres kann einer Region, glaube ich, nicht passieren. Auch in anderen Gemeinden im Lungau, so in Görriach und Thomertal, laden die Begegnungsbänke ein zum Innehalten und Verweilen. Im September werden sie in Damsweg aufgestellt. Ja, die Hauptmotivation war natürlich der Georg Dickgruber als treibende Kraft von dieser Idee. Und unser Part ist eigentlich, dass wir diese Bankerl, was wir schon einladen, dass wir das Ganze ein bisschen mit Pflanzen gestalten. Und es ist in der Mitte ein Apfelbaum gepflanzt worden, als verbindendes Element, aber auch ein bisschen als Schiedsrichter sozusagen, wenn es aber ein bisschen hektischer wird beim Diskutieren oder beim Reden. Und was unser zweiter Punkt ist, wir haben auch diese Plätze mit Pflanzen verschönert. Zeitlich sieht man das ganz gut, wo wir eben Bienenweidenpflanzen und Schmetterlingspflanzen eingesetzt haben, dass das eben einladend wirkt und ein bisschen auf Farbe da kommt und eben die Bienen und die Nützlinge auch was davon haben. Ein großer Unterstützer und Befürworter dieses Projektes ist Christian Weiß. Ohne ihn würde es das Bankerl-Projekt nicht geben. Neben den Gemeinden sollen in Zukunft auch in Schulen Begegnungsbankerl stehen und zu Gesprächen einladen. Glaubst du, wenn so ein Bankerl irgendwo in deiner Nähe steht, du gehst mal mit deiner Frau, dass die niedersitzt? Das bestimmt, ja. Wir gehen eh ab und zu spazieren auch und so, und wenn das passt, hat auf alle Fälle, ja. Wenn uns richtig einladend ist und so, genau. Verbringt man gern dort Zeit nachher. Also, ja. Egal wo man ist, glaube ich, auf der Welt, egal wo man ist im Lungau, Kommunikation, miteinander reden ist einfach wichtig. Und da bin ich einfach für diese Aktion sehr dankbar. Bankerl, das Niedersitzen, das Innehalten, das Abrosten in unserer hektischen Zeit, von der sind wir alle betroffen, das ermutigt dazu, das ermuntert dazu. Und das, glaube ich, sollen wir uns auch gegenseitig bewusst darauf aufmerksam machen. Und diese Aktion ermöglicht das, und dann taugt man das einfach, und darum bin ich da dabei. Ja, es ist einfach in einem Dorf wichtig, dass die Begegnung stattfindet, dass die Leute miteinander vertragen, dass sie kommunizieren, dadurch einfach Ideen wachsen können, und
darum ist immer so eine Begegnungsbank eine Herausforderung und Einladung, sich miteinander zu unterhalten und neue Ideen zu bringen. Passend zum Thema gestaltet wurden die Bänke von einer Künstlerin aus Hallein. Meine Gedanken waren dazu, hey, der Georg macht so tolle Bankerl, einfach auch Begegnungszonen, dass man sagt, hey, da kann man sich wirklich wieder mal begegnen. Und ich habe mir dann gedacht, hey, es war total schön, wenn da dieser kreative Ausdruck da war. Was ist Begegnung? Dass das einfach auch so ein bisschen ein Magnet ist für Leute, dass das bunt ist, dass das schön ist, dass einfach auch einen Ausdruck kriegt. Veränderungen fangen im Kleinen an und können so zu Großem werden. Eine lebenswerte Gemeinde, in der jeder Einzelne spürt, dass er gebraucht wird, dass alle miteinander verbunden sind, voneinander lernen und miteinander wachsen können.